das genieße ich heute. Ja. Wir können davor kommen, und wieder da kommen. Ja, ich habe so lange nicht mehr vorher. Aber dann haben wir doch auch noch eine Frage. So, fünf Leute und danach bitte die Türe schließen. Oder ich schrumpf mich. Das geht auch. So, da müsstest du nur vorsichtig sein. Hier ist unser Notruf-Taste am Zugpunktgerät. Okay, dann brauche ich dir nichts erzählen. Hier guckt man selber sehr schnell drauf. Das ist mir mehrfach auch schon passiert. Ja. Haben wir einen DBler oder privat? DB, S-Bahn Stuttgart. Nein, das kann nicht wahr sein. Mein Kumpel hat es da versucht, der muss jetzt zur SWG. Okay, schade. Pech. Die haben ihn nicht genommen, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht. Das ist schade, ja. Und der reißt sich den Arsch auf. Ja. Ach, mei. Boah. Und das ist so wie die. Wie die 103, so sechsachsig. So auch. Allerdings mit schweren Gipfeln zu betrieben. Und jetzt auch unsanft dabei fahren, also ist nicht so ruhig. Aber ich habe gehört, die 103 ist auch im Güterverkehr eingesetzt. Ja, aber nicht so oft. Aber nicht so schwere Züge. Ich glaube, dann Intercity-Postzüge. Ja, sowas Leichtes halt. Und die ist auf der Schwessertrampe noch im Schiebedienst bis jetzt noch im Einsatz. Geistlicher Steiger auch. Was? Hier das? 51er? Ja, nee, steige. Schon lange nicht mehr. Die haben vor 4 Jahren auch 85er. Sie waren mal. Achso, ja. Das ist jetzt eine 85er schiebt, ist schon klar. Und 45er hatten wir auch schon mal. Das ist doch eine. Damit kannst du die nachschieben, die ist doch selber mit sich überfordert. Die 145er. Ja. Die braucht doch selber sich erstmal. Die ist ja nur für den Leichten entwickelt worden. Ja. Das ist ein Zustand. Das ist im Güterverkehr. Dann muss die 151er nehmen. Nee, 152er. Ich dachte, dass du meinst, die ist etwas schlecht. Nein, ich meine jetzt die 152er. Ah, die ist ein Monster, also die kann, braucht sie nicht verstecken, die kann. Und ich finde die 101, ich finde, die soll nicht verschrottet werden. Das ist vorbei, das ist jetzt rum. Also die verschrotten fleißig, ich bin nicht schade drum. Das ist import hässlich. Also. Sorry, ich bin 101-Fan, sorry. Also da kommt ja passend für dich. Ja. Die können jetzt aber auch nicht mehr verkauft werden, weil das Eisenbahnbundesamt eine Weisung erlassen hat, dass alle Rad... Auch nicht im Doppelstockring. Die könnte so viel. Ja, nee. Aber sie, alle 500.000 Kilometer müssen alle Radsätze getauscht werden. Ja. Klar, ich bin jetzt nicht nur Fan von der, aber ich mag die halt. Ja, es gibt viele, die mögen auch die 187 und den Vectron, wo ich sage, das sind die potthässlichsten Maschinen des Jahrzehnts. Ja, sie ist ja die Ausnahme, sonst mag ich ja so wie die und schon die älteren. Aber die gehört ja auch noch zu der Familie dazu. Ja. Also, das ist noch so schön. Ich darf ja 290 mit dir fahren. Thank you.
wird. Das war so ein gutes Signal. Ja, wir sind zurück. Ja, aber wir machen jetzt nichts. Dann kannst du den Kopf wieder hoch.
der Arbeitsfläche ist man zufällig kaputt gewesen. Ich bin da schon richtig Technik drin. Ich bin zu bewegen, wenn man fahren will. Ich weiß bloß nicht, was ich alles hier hin. Alles will ich. Ich hab einen.
irgendwas zu verklopfen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Klammer. Thank you.